Jetzt geht's auch um Hilfe, und zwar Hilfe zur Selbsthilfe. Die Duisburger Kindernothilfe unterstützt seit vielen Jahren Frauen in Entwicklungsländern, um sie aus ihrer Armut zu befreien, zum Beispiel in Kenia. Hier bekommen Frauen Starthilfe, um sich kleine Geschäfte aufzubauen und selbst Geld zu verdienen. Inzwischen gibt es dort etwa 1200 Selbsthilfegruppen, und das Projekt ist so erfolgreich, dass es vor allem den Kindern besser geht. Endlich einmal spielen, frei sein. Für die 11-jährige Elena ist das neu. Viele Jahre lebte sie getrennt von ihrer Mutter bei ihrem Vater. Der misshandelte sie. Gemeinsam mit ihrer Mutter blickt sie zurück in die Vergangenheit. In dieser Hütte hat Elena gewohnt. Sie musste sich um den Haushalt kümmern, durfte nicht zur Schule gehen. Sie schlief auf dem Boden ohne Decke, nur in Lumpen gehüllt. Elena musste sehr leiden. Sie hat versucht, von ihrem Vater wegzulaufen und zu mir zu kommen. Aber er hat sie eingesperrt und sogar festgebunden. Elena wurde sehr krank. Aber irgendwann hat sie es geschafft und ist ausgerissen. Und ich war endlich in der Lage, sie bei mir aufzunehmen. Elena in ihrem neuen Zuhause nahe der kenianischen Küste. Ihre Mutter Eunice kümmert sich jetzt um sie. Ich bin jetzt sehr glücklich. Meine Mutter gibt mir zu essen und schickt mich zur Schule. Sie kann das Schulgeld und die Bücher bezahlen, erzählt sie uns. Vor Jahren hat Eunice ihren Mann verlassen, weil er auch sie misshandelte. Jetzt hat sie Arbeit und genügend Geld, dank ihrer Selbsthilfegruppe. Sie hat sich mit anderen Frauen zusammengetan, unterstützt von der Duisburger Kindernothilfe. Diese Frauen waren einmal bitterarm. Jetzt haben alle Arbeit oder sogar ein kleines Geschäft. Gemüse und getrockneter Fisch. Damit verdient Janet ihr Geld. Einmal in der Woche verkauft sie ihre Waren bei der Versammlung der Selbsthilfefrauen. Andere Gruppen vermieten Stühle für große Feste. Über alles führen die Frauen Buch. Die Idee der Selbsthilfegruppe ist einfach. Die Frauen sparen jede Woche einen kleinen Geldbetrag und liefern ihn in der Gruppe ab. So wächst ihr Kapital. Die Frauen entscheiden, was sie mit dem Geld machen. Sie stecken es in ihr Geschäft oder sie kaufen damit zum Beispiel Schuluniformen für bedürftige Kinder. Auch Elena kann jetzt endlich zur Schule gehen. Elena geht es wieder gut. Sie ist gesund und hat Kraft zum Lernen. Die Krankenstation im Dorf. Hier ist auch Elenas Bruder in Behandlung. Ihre Mutter Eunice hat dafür gesorgt, dass einmal im Monat der Arzt und die Krankenschwester hierher kommen. Besonders für die schwangeren Frauen im Dorf ist das eine große Erleichterung. Vorher mussten die Frauen weit laufen bis zur nächsten Klinik, 5 Kilometer. Das war viel zu beschwerlich. Wir haben es jetzt gut. Die Kinder werden geimpft und bekommen hier ihre Medikamente. Elena blickt nun in eine bessere Zukunft, auch dank der Duisburger Kindernothilfe. Ja, und jetzt ist Jürgen Thies-Bohnenkamp bei uns. Er ist Vorstandsvorsitzender der Duisburger Kindernothilfe. Diese Selbsthilfegruppen in Kenia, die gibt es jetzt seit 6 Jahren. Dieses Projekt funktioniert sehr gut. Warum? Es sind Frauen, an die sich diese Idee wendet. Frauen bringen Leben und bringen auch das Leben voran. Das ist eine Grunderfahrung, die wir in den ganzen zurückliegenden Jahren gemacht haben. In Kenia, aber in vielen anderen afrikanischen Ländern auch. Dass Frauen, die in extremer Armut leben, aber trotzdem Frauen sind, die Mütter sein möchten für ihre Kinder. Die wollen nicht nur immer in den leeren Kochtopf schauen und von irgendwo eine milde Gabe empfangen, um ihren Kindern etwas zu essen geben zu können, sondern die wollen für ihre Kinder sorgen, für ihre Kinder da sein. Die Frauen bekommen kein Geld, die bekommen Schulungen. Sagen Sie, das ist die beste Entwicklungshilfe? Ja, also die Frauen haben enorme Kräfte in sich selbst. Und diese Kräfte zu mobilisieren, ihnen zu helfen, diesen Schritt zu tun, rauszukommen aus ihren Ängsten, aus ihren Sorgen, das ist das Beste. Und dazu braucht man natürlich Investitionen. Man braucht Schulungen, man braucht Trainer, man braucht Menschen, die diese Frauen ermutigen, begleiten. Warum spielen Männer da eigentlich keine Rolle? Also Männer spielen schon insofern eine Rolle, dass es, wenn es der Familie besser geht, natürlich auch den Männern besser geht. Aber
Männer investieren gerne Geld in kleine Prestigeobjekte, wollen ein Radio, wollen ein Fahrrad, wollen dies oder das. Die Frauen investieren in ihre Kinder. Und das ist das Geheimnis und Erfolgskonzept dieser Selbsthilfegruppen. Das heißt, die sind die Vernünftigeren. Es gibt in Kenia viel Armut, selbst in den Touristengebieten, was man ja oft nicht denkt. Ja. Wonach entscheiden Sie, in welcher Region Sie helfen? Wir arbeiten in Kenia wie in allen anderen Ländern als Kindernothilfe mit lokalen Partnern. Wir hören auf sie und sie identifizieren die Situation großer oder extremer Armut. Und nicht nur in einem Ort, sondern vielleicht in der ganzen Region. Und fragen uns, ob wir dort mit ihnen gemeinsam eine Entwicklung in Gang setzen können, im Sinne dieser Selbsthilfegruppen, auch im Sinne von einer Dorfentwicklung, die also die über den Einzelfall hinausgeht. Und danach entscheiden wir nach solchen Kriterien, also wo sind die Ärmsten der Armen, an die wir uns wenden können. Im Norden von Kenia gibt es seit einem Jahr eine große Dürre. Die Ernten, die sind da ausgefallen, die Menschen haben Hunger. Ja. Auch da helfen Sie. Wir können uns das mal angucken. Wir haben Bilder vorbereitet. Ja. Und zwar mit einer sogenannten Lebensmittelbank. Was ist das? Erklären Sie. Also da waren auch wieder die Frauen der Selbsthilfegruppe. Die haben gemerkt, dass wenn sie ihre Früchte haben ernten können, die Zwischenhändler kamen, kauften ihnen das zu einem billigen Preis ab. Da haben die Frau gesagt, Schluss, das vermarkten wir jetzt selbst, haben vor allen Dingen Lagerhäuser angelegt. Früher gab es keine Lagerhäuser und Lager bedeutet, nachhaltig und langfristig helfen zu können, also über die Dürre hinwegzukommen und noch etwas übrig zu haben für die neue Aussaat. Und das ist so erfolgreich, dass sie sogar etwas übrig haben, um denjenigen zu helfen, die nichts haben, wie zum Beispiel alte Menschen oder wie kranke Menschen und so weiter. Sie unterstützen im Moment in Kenia 1200 Selbsthilfegruppen. Ja. Wie viele sollen es denn noch werden? Naja, wir gucken, wir wollen natürlich wachsen. Sicherlich können noch mehrere hundert dazukommen. Aber wichtig ist auch, dass diese Gruppen sich als, sag ich mal, eine Kraft in der Gesellschaft begreifen, die dann den Bürgermeistern, den kommunalen Behörden, auch dem Staat gegenüber auftreten können, um Dinge durchzusetzen zur Verbesserung des Lebens, wie Schulen, wie Krankenstationen, alles, was wir gerade gesehen haben. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Ich danke auch.